Nee, ja, wie immer, wenn du das Match machst. Wir haben First Pick. Okay, wir haben First Pick? Ja. Auf welcher Map? Alter. Glocke, Kopf noch mal aus dem Fenster halten. Schon ja. Glocke, können wir dich eintauschen gegen Shiny? Ja. Es muss immer einen geben im Team, der euch triggert. Alter, ist doch... Ich dachte, wenn wir First Pick haben, dann... Nein. Wissen wir schon, welche Map wir spielen. Oh, sorry. Jetzt man ja zuerst wird die Map ausgewählt und dann wird entschieden, wer First Pick hat. So war das. Ja, genau. So, anderes Porträt. Shiny grieft uns mal wieder. Ich hab das nicht. Oh Mann, das Pignato-Ding ist aber witzig. Ja, was hat Shiny nicht? Ja, ich hab auch so vieles nicht. Wie wär's mit dem hier? Was mit dem Rockstar Liming? Rockstar Liming? Hast du das gerade drinne? Ja. Ist das auch Event? Nee. Nö. Das hier. Wo da finde ich das? Wo ist das? Oder Rockstar Stitches. Oder was ist denn das? Unter Rockstar. Gib da einfach mal Rock ein. Oder Li Ming. Rock. Ach da! Wollen wir das nehmen oder was? Tube of the Spider Queen ist gebannt. Wir bannen die üblichen Verdächtigen, nehme ich an. Ja. Weiß ich nicht, ob wir das nehmen, weil es ein Vorschlag, weil es nicht kacke aussieht. Ich hab's jetzt einfach mal gekauft. Ich auch. Ich könnte ETC nehmen. Ich muss es nehmen. Ich guck nochmal durch. Oder Rock'n'Roll Diva. Wenn die Map-Pick haben, dann picken die wahrscheinlich Towers. Denk ich mal. Sind die gut auf Towers? Wir sind kacke. Die haben Towers einmal gepickt. Ah, dann verwechsel ich das Team. Die werden Cursed picken wahrscheinlich, vielleicht. Ja, würde ich auch wetten. Yep. Was spielen die für Heroes? Irgendwas Bunworthy bei denen? Wer fehlt? Weiß ich nicht, wer fehlt. 14 mal Johanna, 12 mal Jimmy, 10 mal Rayna, 10 mal Ming. Jimmy und Rayna haben die beide gepickt. Rega. Ist ein Teil ja auch schon top geworden. ETC und Anubarak haben sie auch viel gespielt. Was bedeutet viel bei ETC und Anubarak? 9 und 8 Games. Und Johanna 14. Ja. Also Rayna, Rega und was war das noch bevor ETC und Anubarak? Johanna, Ming. Oh, Ming. Und Blaze. Genau. Die bannen Volskaya. Und wir bannen Garten, richtig? Wenn BOE schon raus ist, dann ja. BOE bann ich immer als erstes. Drecksblatt raus. Keiner mag die scheiß Map. Oh, ich hab richtig Bock auf Garrosh Games jetzt. Nein, jetzt habe ich Bock auf Garrosh. Und da wollen wir so ein Wrestling-Porträt nehmen. Nein, wir nehmen jetzt das. Und, nee, jetzt haben wir es darauf geeinigt. Sky Temple. Sky Temple? Ui. Spielen die Avatar? Ist gebannt. Einmal haben sie ihn gepickt, haben aber verloren. Spielen die Falstad? Einmal gepickt und auch verloren. Welcher Typ ist weg bei denen? Von wem haben wir keine Daten? Weiß ich nicht. Kann sein, dass, also er hat mir keinen Link geschickt, also gehe ich davon aus, dass die ohne Sub spielen. Weil sonst muss er mir das ja melden. Ja. Fragen wir vor uns dann nochmal nach. Eben mal. Ob alle da sind oder ein Frag mich Sub dann, da wenn ist. Die dann gewinnen, können wir sagen, die haben unerlaubten Sub gespielt, wie easy früher. Ja, dann hätten wir vorher was sagen müssen. Genau. Nee. Ist Lobby offen? Ja, ist offen. Der ist drin. Ja, die spielen mit normalem Roster. Okay. Alter, wie viel Action die herummachen, Alter.
So, was sind hier unsere Target, die wir haben wollen? Du bist wahrscheinlich wieder DHK drauf, ne? Wird wahrscheinlich wieder auf DHK hinauslaufen, ja. Ja. Dann Tanks. Steht uns eigentlich alles offen. Also Mura, ETC, Mal'Ganis und Johanna. Also picken wir wahrscheinlich hoffentlich früh ETC. Ja. Um den was zu denyen. Dann, Aber wenn wir ETC-P haben wollen, sollten wir vielleicht noch Johanna ran. Ja. Die haben 14 erste Johanna geschafft. Dann, überlege ich, ob wir vielleicht eine Ming mitnehmen. Und bei Zosh bin ich mir noch nicht sicher. Vielleicht. Guck mal, was sie mit Alarak machen. Ja, genau. Ja, wir haben auch Zosh noch den. Dann haben wir schlechten Clear. Wenn du Ming braffen willst, ist Imperius schlecht, dann ist unser Clear schlecht. Ja, ja. Was von Komi? Oh, hier können wir wirklich gut Komi spielen, ne? Wer ist so Doku? Caster. Was für ein Caster? Nimm mich mal an! Ich hab keine Ahnung, wer so Doku ist. Sind wir ready? Ja. Ja. Dann Mango. Was, Mango? Mango. Mango. Mango ist lecker. Mango. Gut. So. Also dann soll ich zuerst rausbannen ein DD oder ein Tank? Ich würde zuerst Kel bannen, gucken, was die machen, und wenn wir nichts Gefährliches sehen, Johanna bannen. Also Kel Tass. Haben die Garrosh, also wollten wir Garrosh spielen? Nee. Spielen die Garrosh? Ich guck mal. Nein. Hat einer zweimal gepickt, 50% Winrate. 50% Winrate. Ich dachte jetzt eigentlich Ruster gescoutet oder so. Nee, überhaupt nicht. Also ich habe ein paar geguckt, aber da war kein Garrosh drin. Aber ich habe nicht alle geguckt, deswegen. Ich hab alle geguckt, aber keiner hatte Garrosh als Mousepad Hero. Okay. Also immer noch Kaltas denn? Ja. Würde ich sagen. Gut, dann lasse ich aber auslaufen. Also du willst jetzt lieber Ming haben, ja? Habe ich mir erstmal überlegt, mal gucken, was daraus wird erstmal. Weil ich weiß, dass du Chromi gerne spielst, ich weiß, dass du gut spielst, aber wir haben die zu wenig zusammengespielt. Na, die ist nicht gelb. Die hätten wir auf gelb setzen müssen, wenn wir skeptisch sind wegen ihr. Mhm. Ja, aber wir haben auf Sky Temple haben wir eigentlich fast immer oder auch. Ja, deswegen. Aber es waren halt SL-Matches, ne? Ja, wann willst du sie sonst spielen? Ich habe über Chromium Links überlegt. Wenn, dann ist das hier die Chromium-Map. So, was soll ich bannen? Naja, wenn du ETC haben willst, dann solltest du eine Johanna bannen. Dann ist was anderes. Johanna bannen ist in Ordnung. Ja. Gucken wir, was jetzt passiert. Das ist Win-Win-Situation von CTC-Bahn. Ist jetzt nur ein Mal'Ganis oder was? Ich glaube, ich nehme Muradin dann. Okay. Vorbei. Muradin, das wird im Late-Game erst. Ab 10 wird er halt richtig tanky. Mal'Ganis. Ah, 10 ist ja nicht mehr Late Game. 10 ist ja mit Game. DC. Gut, dann würde ich Muradin. Was war denn First Pick? Was wollen wir denn First Picken? Ich würde eigentlich nicht First. Gut, was wollen wir dann First Picken? Ich muss eigentlich First Picken, ne? Ja. Dann force ich sie auf den anderen. Ja. Dann nehme ich Muradin mit. Bereit für den Kampf!
Jaina. Die wollten uns nur die 9. Ist der Mal'Ganis. Ja, genau. Dann können wir jetzt nämlich den Rainer picken. Ja. Dann, Jimmy. Kommt Stukov gegen Jaina klar? Talia? Ich würd Jimmy Malf nehmen. Dann nimm Malf. Also erstmal Deny Pick, zum anderen macht Mal'Ganis halt nichts, du kannst zone mit den Roots. Stimmt, ja. Du musst halt vorziehen. Wenn Mal'Ganis uns divet, musst du einen Silence dafür bereithalten. Du musst ihn machen, bevor er sich an euch rankeut, damit er, während er die Q macht, vollend Silence frisst. Da ist Malf dann besser, stimmt. Musst du wen denn Scrims spielen? Ja. Oh, what? Okay. Nice, was soll ich rausnehmen? Heiler? Anna. Aber auslaufen lassen. Ja, ja. So, was wollen wir jetzt? Wollen wir jetzt DHK und Maiev? Oder? Ich überleg grad, Oder DHK und Ming. Ist beides verlockend. Ich würde erstmal deren Picks abwarten. Ich weiß, dass du das nicht magst, wenn ich deren Picks abwarte und so weiter. Aber müssen wir doch eh. Naja, ich überlege gerade, ob wir, falls sie noch einen Heavy Frontline nehmen, vielleicht den Imperius nehmen, aber Imperius ist auch kacke gegen Jaina mit dem Slow. Abatur, das ist der Abatur und der Illidan. Oha. Dann würde ich auf jeden Fall den DHK nehmen. Oder Arthas? Arthas. Stimmt, Arthas auch gut. Oh, haben wir damit genug? Nee, wir brauchen mehr Damage, Timo. Wir brauchen Damage. Das ist da totaler Käse. Nimm mal den Arthas. Und? Bist du jetzt im Ming, oder was? Lass die Maiev mal drin, ne? Ich defensive Frontlane, du offensive Frontlane. Wenn es situativ ist, dass ich reinflanken kann, dreht sich das Ganze um. Alles klar. Ich versuche dann immer nach hinten zu rennen, mit dem Slow, um Illidan möglichst wenig Value zu geben. Ja. Oh. So, jetzt werde ich rumgekitet. Nicht schlecht. So, dran denken, wir können nicht vor denen wegrennen. Wenn die den Engage suchen, nehmen wir den einfach. Das heißt, safe soaken, gucken wegen Gangs. Dran denken, dass Lucio slowt, nicht von Lucio totpoken lassen. Nicht von Lucio aber outplayen lassen. GG, have fun. Der GG, ja, dann ist was. Ja, man kann so und so schreiben, ne? Das heißt, wenn wir auf ein Dings committen müssen, würde es auch nehmen, Beute. Ein Target, also gewonnen. Ja, bevor der das hochhält. Sein, er nimmt nicht. Na. Soundbarrier? Oder was meinst du? Nee, jetzt? Den Abatur meinte ich. Nicht Mühl. Mühl. Ach so. Wenn er nicht Mühl nimmt, dann. Geile Wolke. Ich bin der Leader, ich bin der Führer des Deutschen Reichs. Da muss noch einer liegen am Ende. Bisschen? Okay, Leute, ist gut jetzt! Konzentriert euch aufs Spiel! Ich hatte die auch. Jo.
Maiv bleibt mal Mitte, wir rotieren mal runter zu dritt. Viel Spaß. Okay, sie wollen nicht cheesen. Ich hab gedacht, sie wollen Bottom oder so cheesen. Illy dann bei mir. Ich guck mal, vielleicht krieg ich sie in der Rote hier abgefangen. Illy aber. Ja, hab Rote abgebrochen. Aber Tor sitzt in der Mitte. Kira kommt raus. Okay. Ja. Drei Leute unten. Dann können wir gleich easy anfangen. Illidan wartet immer, bis er aber Herz hat. Pass auf, Mitte. Soll ich Bot machen? Ja. Achso, wer macht Camp? Ja, verstehe. Ja, dann mache ich Mitte. Ich habe drei Leute Mitte. Wir haben uns gescoutet. Ja. Nick, hier sind unten. Ey, ich sehe nur mal gar nicht Bottom und kein Mitte. Wir sind schon mal nie am Camp. Illy Miss. Ja, der ist auf dem Dings gewesen. Aber unten. Ach, Mitte meinte ich. Nein, Mitte. Aber unten mit dem Camp reindrücken ein bisschen. Ja, dann lassen wir Rainer Mitte. Ich komme mit runter dann. Kann ich wenig gegen tun. Immer noch vier unten. Aber jetzt kommt gleich wieder auf Illy da. Ja. Leider kein Stun. Die haben eine Welt in der Mitte verloren. Jo. Ich lass ihn. Pass auf, Mitte. Ich komm mal Mitte. Drei Mitte. Ich seh Illy dann nicht. Könnte am Hart sein. Hält es unten. Pass auf, Mitte Miss. Ihr müsst mir hart schicken. Lucius unten. Sie hat den, der macht hart, go go zu zweit. Ist eigentlich ein bisschen spät, oder? Kommst du raus, Mitte? Ja, ja. Okay. Oh, ich hasse den Lucius, ne? Drei Leute Mitte. Wo wollen wir rauf? Oben? Oder geht Mitte? Oben mit. Dann komm. Boah, damit. Nice, schön. Dann kommt wieder Mitte. Okay, Mitte ist vorbei. Ich brauch hier. Okay. Die bleiben, die rotieren runter. Krieg ich ein Q? Ja, du hast schon einen auf dir. Du hast schon einen auf dir. Kann einer Bottom rotieren? Ja, ich gehe. Drei Bot. Hier, der dann kommt. Ich brauch Brunnen, dann komme ich mit dazu. Jule auf der Top. Bleib du hier, ich gehe Mitte. Mhm. Passt auf, Top. Immer noch zwei Bot. Ich hab keinen Root. ist egal, wir können jetzt ans Mule ran. Wir rotieren zu euch. Ja, können sie, aber wir kriegen das Mule weg. Brokkoli. Bot ist nur noch mal gar nichts. Passt auf, Top. Eine Sekunde. Ich sehe nichts mehr auf dem Netz. Nein, das ist ein bisschen was raus. Ich muss zurück. Macht ihr das easy denn, Malfe und ja. Rainer? Ja, ich komm runter. Ich rotiere mit zu euch, damit ihr safe dahin könnt. Wir sind dran. Wir sind dran. Kommst du? Ja. Hier oben ist die Jaina.
dann. Sehr schön. Okay, dann gehe ich hoch. Jo. Yeah. Zwei bitte. Nagane Spot. Alle müssen, ich sehe nichts. Nagane ist eh dann bei mir. Spot. Um dir helfen? Ich hab okay. Dings. Oh. So, wir müssen runter rotieren, Shiny. Der wird mich bestimmt gleich handeln. Das sind auch 10 jetzt. Frostring. Was ist das? Swarm? Ja, Swarm. Ist Swarm, ja. Illusion, Sound Barrier. Okay, Illidan wird sich für Top, Tristan tritt sich für Top. Ja, dann können wir ein bisschen aggressiver hier stehen. Der aber Hand, ne? Ja, aber dann müssen wir halt bestrafen, dass er oben ist. Ulti! Ach, Stun! Nice. Hast du dir gedacht, du Scheiße. Und dann, ich zieh Ulti rein. Ja. Boss? Ja. Death Timer ist sehr kurz, aber müssen wir. Da muss er mal einfach kommen. Ja, ich habe den Tempel unten fertig gemacht. Sie sehen's. Ja. Ich hab noch Army. Während Eli dann an unserem Fort rund knabbert. Stell du dich rauf, ich zone für euch. Da. Na, ganz gestunt. Rot auf ihn. Ja. Ich kann nichts. Lucio, Arc. Low. Egal. Kann ich. Sorry. Kriegt der Wall wenigstens. Ich will den Matten dann noch. Elidan ja, Mitte. So schnell. Ich def top die große Wave. Jo. Und dann unser Easy schnell ziehen, bevor die kommen. Einfach damit die es nicht haben. Ich kann dir gerade nicht helfen, Shiny, da ich hier im Busch stimmen muss. Sie kommen. Ja, Keo und ich sind jetzt da. Ich komm runter. Die Ulti, vorsichtshalber. Ich hab die alle rausgesucht. Illidan? Illidan. Was gut, den hätten wir. Denk dran, wir brauchen Interrupt. Rot. Deren Camp eigentlich. Lauft mal weiter, ich mach das. Ja, komm. Ich geh gleich durch in den Busch, mach Fang an. Ich geh gleich durch. Ich hab die abgemontet. Du Mitte, wir unten. Ja, ich muss noch hier eben erstmal. Auf die Welt holen. Maiev gleich, oder einer gleich durchrotieren. Ja, lass mich den Punkt wieder machen, okay. Ja, ich stell mich noch kurz schon mal drauf. Aber ist mit am Gate. Team von denen hat hart gemacht. Die sind bei mir. Und bei dir? Kommen sie raus? Ja, die wollen mich gar nicht irgendwie. Okay. Versuchen. Wollen wir mit der Fight suchen? Ja. Aber wie viel braucht der Tower unten noch? Bisschen ist fast noch. Durch. Dann gehe ich drauf. Ich gehe drauf. Bin schon drauf. Okay, sind runtergetrieben. Ich nehme den Spot zu Zones. Jo. Stun. Rot. Silence. Okay. Geh zu Top Deffen, das Camp. Ja.
Malf und Malf und Kiri machen das Hardcamp während Dings Deft Teil. Ja, lass mal helfen gehen. Wir pushen eh gerade so hart aus. Ich nehme den Watchtower. Ich bot nur weg. Die sind unten. Die waren unten. Passt, dann können wir unten die abfangen. Ah gut, du machst es schon da sehr gut. Ich gehe mit Sorgen. Wollen wir oben vielleicht? Ja, ist ein bisschen blöder. Die werden top da angehen. Wollen wir Bot drücken? Können wir machen. Illidan ist halt direkt dann bei euch. Ja, sie sind top, sie sind definitiv top. Ja, jetzt sind sie mehr denn jetzt unten hin. Sie haben mich gesehen, ne? Willst du im Busch stehen bleiben oder soll ich stehen bleiben? Du. Okay. Die sind weg. Okay, dann gehen wir auch weg. Illidan noch top. Wir können einfach drei. Okay, sind zurück. Ja. Wir haben 16. Ich weiß nicht, der Trade ist glaube ich für sie besser mit Apertur, ne? Weil wir haben noch ein Objective und ein Gebäude mehr, ne? Und unten ist fast die Gegend voll kaputt. Stimmt, okay. Unser Camp. Aha. Okay. Kriegen unser Camp vielleicht noch? Die wollen mich. Müssen mithelfen. Oh, ich habe ihn nicht getroffen. Ich auch nicht, leider. Die Redan ist rot. Jo, schön. Rot. Jaina? Meganis. Ich krieg einen Mini-Stun. Rot. Nice. Boss. Können wir Boss, ja. Können wir machen, ja. Lass mich tanken. Nein, Brokkoli. Scheiße, Alter. Das ist ein Krieg. Oh. Das war mal Positioning. Links ist oben drauf. Wahrscheinlich Jaina, beide. Ist okay. Einer geht unten auf den Schrein und ihr holt die. Ihr holt die Easy. Genau. Go. Nein, stopp! Haben sie einen Brunnen für dich erwischt. Illidan Bottom? Den hab ich gerade noch gekriegt, den. Jaina auch Bottom. Die Jaina können wir kriegen? Sind nicht da. Was uns dann? Gut. Sehr schön gemacht. Dann aufs Keep, Gogo. Boss ist noch 85. Dann komme ich jetzt zu euch, weil die Tower gehen nicht mehr drauf. Dive mich. Stun. Oh scheiße. Ich brauche noch ein bisschen, bin fast da. Das wird er nicht schaffen. Rot. Stun auf Illy. Cage. Schön. Können fighten. Lucio. Nice. Den hässlichen. Stun. Ja, das tut. GG. Ich hab alle meine Tasten durchgehämmert. Komm ich nicht. So, ich konnte nichts machen, sorry. Ich hatte meine Questle noch nicht ready. Hätte ich beide stunnen können. Du mal ganz, dann haben wir richtig abgefarmt, ne? Der ist nicht mit einmal mit seiner Ult durchgekommen, oder ist doch, einmal ist er durchgekommen. Haben wir schön interrupted. So, erstmal wieder Griefhabern, ist wichtig. Also ich kann jeden Händenhabern, den ich hier muss. Ich mag Zul'jin. Okay,
Leider ist Sol'jin viel zu late game heavy. Einen Moment kurz. Und hat noch so die eine oder andere Schwäche. Die eine und andere. Ja. Okay, Shiny kurz AFK. Krange, ist halt irgendwie gefühlt so stumpf wie Rainer. Bloß ist schlechter. Hey, aber ja, Guillotine ist doch krass, oder? Ja, ja, ja. Keine Ahnung, also ich sag mal so, wenn du wirklich hart ins Lakehand kommst, viele Autotech-Stacks hast, deine komische W-Quest, also das, was du halt im Brawl spielst, und du das so im Game hinbekommst, ist er stark. Ja. Wenn du das Brawl mit dem Normal-Game so gut hinbekommst, dann ist er stark. Nee, ich weiß gar nicht, ob man ihn überhaupt so spielt, weil ich glaube, Autotech-Build spielt man eh nicht mehr auf ihm. Was kommt jetzt? Keine Ahnung. Er schreibt noch. Nee, wollen First Pick. Oh, was wollen wir spielen? Towers oder Infernal ist noch offen, ne? Spielen wir Infernal? Ist noch Dragonshire offen? Ist noch Castello offen? Ich will Infernals. Auch wenn ich sonst immer sage, ich bin Towers. Castello waren wieder so stark, ne? Ja. Ne, denn Infernal oder... Also die haben... Auf Infernals haben sie 55% Winrate und auf Cursed 60% und auf Dragonshire 100%. Towers 50%. Das ist halt ein kurzes Feld, ne, wenn man ehrlich ist. Ja, lass uns Infernals nehmen, glaube ich. Ja, Infernals? Oder nicht? Ja. Alle einverstanden? Dann Infernals. Ja. Oh, Shiny wird nicht gefragt, der ist auf K. Gibst du mir Lead oder machst du auf, Timo? Ich geb dir den Führer. Infernal Shrines. Ciao, Shiny. Shiny raus. Shiny gekickt. Ich komme jetzt alle erstmal in die Lücke rein. Alle fühlen sich die Lücke. Jedes Mal denke ich mir, statt Shiny. Kommt locker auf einmal. Falsche Seite, Treiber, ey. Shiny im Gegner-Team. Oh Mann. Besser ist es. Ist der Shiny AFK oder wie? Ja, der ist gerade AFK. Nee, er ist jetzt ja wieder da. Das ist ja im Spiel drin. Der hat seine Tastatur kurz mitgenommen. Der geht einfach so ein Griefer, ne? Was? Wenn ich ein Griefer wäre, würde ich jetzt Tyrael oder Garrosh spielen. Kannst du auch auf mehrere Band stellen, wenn da steht Free Bands. Nee, kann man nicht umstellen. Kann jeder 5 bannen, bitte, so viel League of Legends. Ja. What the fuck? Jeder 5? Ja, jeder Spieler bannt ein, bei LoL. Ja, jeder 5 hat er halt gerade gesagt, Team, deswegen. Ach so. Ja, jeder 5, holy shit. Wenn kein Heroes mehr übrig. Doch, es gibt doch genug Geld. Es gibt 100, über 120. Aber in Hots. Ja, okay. Ja, dann bleiben nur noch sowas wie Murky übrig und so weiter. Murky Vikings, aber tu. Ja, dann ist das Meta. Dann wird irgendwann das gebannt.
Nee, nee. Wir haben jedes Team 25 Heroes. Und wir haben 90 Heroes oder so. Da bleiben 40 Heroes übrig. Die ganzen Grief Heroes genannt. Naja. Und es gibt 87 Helden. Was wann war? Ach, die müssen anfangen. Ja, ich würde wieder den Keltas rausnehmen. Hä, ist das nicht falsch? Wir haben doch. Ach, die haben First. Nee, die haben First Pick. Ja, stimmt. Die haben First Pick, ja. Stimmt, ja. Ich war die ganze Zeit, wir haben First Pick. Also, hä, warum waren die denn dann zuerst? Ach so, was wollen wir hier? Was wollen wir? Also, wir wollen kein Keltas wieder. Nee. Dann haben wir erstmal den. Als Pick würde ich, glaube ich, den Gul'dan vorschlagen. Dafür haben wir ihn ja geübt. Was nehmen wir als Heal? Erstmal mal, bis sie was anderes machen. Ja. Als so. Tank ist gerade alles offen außer Muradin. Ich mag Muradin auf der Map nicht wegen den Stunts. Die können von den Minions geblockt werden auf den Schreien. Ja. Und dann Mal'Ganis. Oder Johanna oder ETC. Alles gute Optionen. Lieber auch juicy. Erstmal über Johanna und ETC über nachdenken. Genau, die Stables. So. Jetzt ist die Frage, wir lassen denn die Tanks offen, ne? Das heißt, wir bannen was anderes. Ja, dann bannen die auf jeden Fall safe Johanna, wenn wir jetzt oder ETC Johanna auflassen. Wir müssen jetzt beide offen lassen. Jetzt ist die Frage, was machen wir mit Garrosh? Ansonsten, wenn wir Garrosh nicht bannen, was wollen wir bannen? Was ist mit dem Mal'Ganis? Ich fand den nicht so stark. Ich würde irgendein DD bannen. Dann bannen DD. Was zum Beispiel? Rainer oder so. Die spielen den oft, deswegen. Ja, okay. Main können die haben. Jetzt noch irgendeinen guten Mage. Die nehmen Johanna. Ja. Willst du dagegen ETC spielen? Ich überleg gerade. Mal'Ganis wird halt easy interrupted von ihr, ne? Genau, das ist das. Mit ETC. Du kriegst nie einen Mosh durch. Nie. Ja, das ist ja auch nicht schlimm. Das ist nicht schlimm, es reicht, dass es da ist. Du musst das halt nicht zum Engage nutzen, du nimmst es halt irgendwann ETC und Gul'dan, mitnehmen. Ja, genau. Ja. Ist die safe Variante. Also, Shiny, wenn das Argument ist, dann darfst du ETC gegen 90% der Heroes nicht spielen, weil irgendwer immer irgendeinen Interrupt hat. Oh, sie nehmen die Maiev. So. Was nehmen wir gegen Maiev? Gute Frage. Was haben wir erstmal? Bannen? Ein Heiler? Was spielen denn in Heiland für? Soll ich eine Anna rausnehmen? Oder bringt die Anna hier nichts? Nee, anderen Healer. Riga. Riga gespielt. Riga, okay. Wenn die Malf nehmen, weichen wir vielleicht auf Alex sogar aus. Wobei Malf ist halt richtig, richtig widerlich gegen Alex. Müssen wir mal gucken. Dann vielleicht eher Anduin oder so. Hast du Kopf, oder? Ja, war meine Überlegung, aber das Positioning ist noch nicht fein genug dafür. Können wir drüber nachdenken später. Ich bin momentan am überlegen, ob ich... Graumänner. Uta? Uta stimmt, Uta wäre eine gute Option. Dann würde ich Uta aber zum Schluss picken, ne? Uta oder Blaze. So, gut, denn, was dann für DD, Zosh? Mal? Wollen wir Malf? Oder Stukov? Ist mir... Was willst du? Nimm mal den Imperius. Imperius, ja. Und Malf, ja. Dann würde ich tatsächlich jetzt eher Richtung Uta tendieren. Gucken wir mal, was da kommt. Ah, dann wäre, glaube ich, Stukov besser gewesen. Ja. Uns fehlt einfach die Zeit gerade, ist egal. Guck mal, was hier kommt. Shen. Okay. Was müssen wir machen? Willst du es wirklich machen? Ich wüsste halt nicht was anderes. Jetzt, also gut gegen Shen. Ja, es ist doch Utas. Gut gegen Maiev. Das Problem ist halt, Dekat. Nicht, ne? Gegen Maiev spiele ich ungern. Okay.
Ich kann sie auch gegen Shen spielen. Nee, lass mal lieber so. Random Utah, okay. Das Licht lässt niemanden im Stich. Da müssen wir nur aufpassen, wie wir wegen Heal Reduction, ne? Sleepy Cloud. Wie machen wir das denn? Wir lassen sie engagen, oder? Müssen wir gucken, wie die Maya spielt. Okay. Wenn die Maya reinäht, dann lassen wir die engagen. Und wenn sie defensiv spielt, dann will sie einen von uns nehmen und will wieder zurückgehen. Wenn sie das machen, dann halt, dann müssen wir dann engagen. Gucken wir mal, wie das wird. Ja, Valve hat eigentlich auch genug AOE hier. Na, und Imperius macht viel Schaden gegen Maiev, weil Maiev so einen dicken Hintern hat. Bitte Sau. Ich helfe euch noch mit dem Heal, ne? Meiner Quest. Also mittlerweile dürfte ich es doch schon bemerkt haben, oder? Hast du ihn hier bekommen, obwohl du es falsch gemacht hast? Ich lass mich davon einfach nicht triggern. Ich spiele mein Spiel. Ich bin auch jetzt dran. Spieß? Ah, fuck. Du hast ihn hier. Ich geh hoch. Hier passiert nichts mehr. Jo, wir gehen runter. Shenlong ist schon oben. Shenlong. Shenlong Mu. Kriegen wir hier vielleicht den Dicken? Oh. Sorry, ich halte mir das B jetzt immer zurück. Die kriegen wir. China? Ich stun sie. Gut. Okay, auf. Kein Kugat, kein Kuh. Jetzt geh schon mal mit da. Ja. Level 4 habe ich es halt super schwer gegen Shen. Mhm. Das Problem ist halt, ich kriege auch keinen. Camp machen jetzt. Huldan und ich halt leider auch keine Sticks. Ich stelle mich hier in den Busch. Und Knife muss tanken. Hier Mitte. Treibbot. Ja. Könnten unten da am Camp sein jetzt. Ja, ja, sind sie dran. Ich bin nochmal weg. Bot. Mitte treffen, dann unten. Hardcamp. Ja, ja, geht hin. Ja, warte, da komme ich mit. Ja, nee, warte mal, dann. Ich muss oben noch auspushen. Schaffst du es alleine hier, Sosh? Es wird schwer, aber ja. Ich brauch halt lange, ne? Ist okay. Ich rotiere hoch, falls sie invaden wollen. Muss ein bisschen aufpassen mit Dings, ne? Also ich brauch halt noch eine Stunde. Lass es abgeben, das erste, lass pushen. Ja. Unten oder wo? Ja. Jo.
stehe Mitte, pusht mit Zosch unten an. Ich guck denn, dass ich das Ding rüber gebaitet bekomme. Ich gehe mal top, auch auf die Gefahren, dass ich gegangen bin. Pass auf, Bottom, die kommen. Also top und Bot, passt auf, die könnten kommen. Shen ist top. Keiner Mitte. Ja, das ist ein Spot. Jetzt habe ich zwei Mitte. Ist er bestimmt schon gesprungen? Nee, ne? Nee. Der wollte irgendwie nicht triggern. Jetzt ist er. Was war ich jetzt? Können wir den Brunnen retten? Pass auf, Bottom. 3 Bot, 4 Bot. Soll ich einen Cleanse nehmen? Ich glaube ja. Passt auf der Rota. Mitte. Oh, Johanna hier alleine. Sind an deren Hard, können wir das invaden? Johannas Bottom. Ich bin nicht schnell genug, oder? Hab's. Können wir vielleicht in die Panda? Ja, oh, ja. Sprung. Spieß. Stun. Weil der Stagger tötet ihn, wenn er nicht trinkt. Nice one, schön. Wie auf die Lanes. Unser Soft. Die machen Botcamp. Dann runter. Wenn die Botcamp ist top. Go. Ja, ich nehm die Wave. Ja, macht weiter. Ich stelle mich im Busch. Ich habe Mai fast getötet. Ja, pass auf. Genau, unser Easy. Geh mal genau zur Schmitte. Johanna Bot. Genau wie Achilla und Dickerchen hier in Asmodan. Nur ein überragender Sieg wird mich zufrieden. Pass auf, Mitte. Drei, vier Mitte. Ich gehe B. Schön. Die sind gerade runter. Shen ist schlecht sustained. Vielleicht kriegen wir den, gucken wir mal. Ich ziehe, wenn nötig, Ulti für ihn. Ja. Ulti? Nein, 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 nein! Ich hab gerade, der kriegt sein Ulti durch. Oh, der hat Check genommen! Lol, kann nichts machen. Egal, wir haben noch einen Heiler. Und wir haben getradet. Stun! Nice one, nice one. Schön, sehr gut. Immer schön. Spieß. Das ist echt so eine komische Hitbox bei dem. Schön, schön. Okay, schön, und schreien. Go, 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 go. Ich stehe hier im Busch. Zosch, kannst du dich ein bisschen umpositionieren dann? Bin hier oben, meinst du? 20. Ja, so gucken, dass du da irgendwie so stehst. Sorry für alle Minions, die ich zu mir pull. Ich heile einfach noch Kiri voll, damit die rauspumpen kann. Jo. Die sind unten. Können wir dann schon mal öffnen?
Ja. Lass mal Gul'dan auch da Zosch mithelfen. Dass wir schon mal gegen Push starten hier. Ich geh mit der Sorgen, ihr pusht? Ja. Ist geöffnet. Pass auf, wegen Globes. Orbs. Scheiße, das ist nicht so das Deck. Ich stelle mich hier unten im Busch, falls sie kommen sollten. Maiev Mitte. Mitte. Die rotieren. Noch sehe ich sie nicht. Stimmt, von hinten reinfahren, ne? Dann fahre ich hinter denen rein. Sie sind nicht hier, ich bin hier in der Flanke. Ich kann mich gerade erschrecken, weil das Camp wieder ab ist, ey. Mach unten die Wall auf. Bin dabei, oh. Wer liest eine Story? Ist egal, hat nichts gemacht. Das ist sehr gut, wir haben einen Cooldown bekommen. Da kommt noch mindestens ein Jump gleich, oder? Ja, Wall und raus. Wenn sie uns engagen, dann rein. Engagen wir. Ne, sie wollen nicht. Dann Treppen. Das können wir machen, ja. Hier! Ulti! Die Maiev! Die Johanna? Hieß. Sehr schön. Hart und damit versuchen, Keep zu holen. Auf die ich einen Heal hatte, die waren gerade nicht in dem. Muss ich mich loben für den Clans auf die Kuh. Ich hab keinen D-Storm. Spieß auf den. Oh lol, das geht nicht. Okay. Okay, raus. Ja, ich bin tot wahrscheinlich. Ah, nee. Nee. Stun. Gucken, ob wir rauskommen. Ich glaube nicht, dass wir rauskommen. Ja, egal, tschau, wie geht's dann? Tschüss, wie geht's dann? So können sie es halt auch entscheiden. Nö, aber er geht erstmal noch ein bisschen. Gestimmt. LOL! Wie geht da? I will survive! Did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 
Okay, sie kommt nicht, schade. Unser Hardcamp läuft top. Ach, okay. Die Johanna will, Jo. Vorsicht, der jumpt. Schade. Ich hab Kiri. Okay. Level Lead. Mich gejumpt. Chen Top. Genau wie S-Moden. Ich geh kurz tabben. Gut. Und dann. Weiß nicht, wollen wir den Haar schon wieder? Nee, die rotieren da gerade alle hin. Und unsere Ulti sind nicht alle ab. Dann lass unten noch holen. Ja. Wollen wir nicht lieber Mitte ein bisschen pushen? Ja, wo ist das nächste? Ne, Mitte war gerade. Lass uns unten pushen, wenn dann. Weit weg von denen. Johanna kommt, sie ist Mitte. Maif auch. Zwei Top. Drei Top. Pushen wir unten. Wir haben ja noch ein Camp. Vier Top, die sind alle oben. Camp. Six ist top, ne? Na shit, dann bereiten die vor dafür. Not good. Wir wollen auf Keep. Nach dem Fort müssen wir auf Keep. Also unser Keep hätte Tiding. Oder wollen wir pushen? Nee, lass Steffen. Wir sind schon durch die Wall durch. Ja, die sind schneller mit Siege. Unten Camps müssen wir treffen. Deren Camp invaden. Jupp. Johanna, Mitte. Ich gehe durch die Choke. Das ist okay, wenn ich das Feld checke. Ja, wir können trotzdem gucken, ob wir es kriegen. Ah, sie ziehen sich zurück. Warum auf die drauf fahren? So, okay, go. Ja, wir wurden alle dismounted, außer du, Dani. Ah, shit. Ja, die hat's gesehen. Ja, die Kacksoldaten waren halt da. Ja, die können immer noch hier Trap machen, ne? Ja. Hier wo vorne. Denn? Ja, wir machen gerade nichts und Mitte läuft Camp, das ist ja, doof. Ja, stimmt, das ist dumm. Hier holt unsers, ich geh das Steffen. Nikita muss gut zone. Mhm. Ihr seid umrum rotiert in die Soldaten rein oder was? Ja, nee. ich bin da. Die kamen direkt, die wurden direkt nach dir gespawnt. Ich bin hinterher gelaufen. Die Janas, ja. Die sind hier. Ich komm. Ich hab den Chen hier über ich mir. Ich renn rein. Okay, ja, dann gut, ich komm raus. Raus. Lol. Und dann go. Können wir was sehen? Ne, Mitte pusht noch. Johanna ist hier isoliert. Johanna. Okay. Das war ein bisschen zu viel. Ja, ich wusste, dass der neu ziehen wird. Punisher und Finish. Ich hatte Angst, dass jetzt noch der Shen reingerollt kommt. Wollen wir unser Hard noch schnell machen? Nein. Okay. Doch, oder? Sag, was du sagen wolltest, Shen. Ja, was denn? Macht ihr das Ding da? Timo links wieder? Ja. Ich stelle mich jetzt auch links hin. Haha. Gucken, dass Gul'dan schön. Am besten Malf zieht zusammen und Gul'dan ballert drauf, dass wir beide so können. Pass auf. Achso, du bist da schon auf der Flanke, okay. Die wollen auf unser Keep. Ja. Welches? Wollen wir dann Kiri hier lassen? Ja. Go. Wir fahren 20, wir nicht. Ja, shit. Kennt ihr back? Ja. Was haben sie? Ja, aber die, wir haben die, ne? Ja, ja. Bin gleich da.
Der Asmo. Ich bin tot, aber es ist egal, wir können noch weiter kämpfen. Oh fuck, hab ich Tubus genommen. Spieß. Anderen an. Muss noch einen Kill kriegen, genau. Ah, war nicht sauber, scheiße. Da muss Rest vom Team direkt kommen, da kann Kiri doch alleine den Schrein machen. Du hast auch so gecallt, aber. Ja. Yeah. Brauchen Keep. Die haben Keep, obwohl wir vorne liegen. Ich bin vor Chen wieder da und ich habe dann Redemption. Ich gehe dann direkt feeden. Kann sogar vielleicht Core gehen, oder? Ja, yeah, schwer. Wenn er einen Kill kriegt, ja. Spieß. Okay. Dickert! Dickert. Kann nicht. Oh, nee, Backline. Okay, das. Dann raus. Können. Scheiße. Da habe ich nicht aufgepasst. Wir können einfach Core rennen jetzt, ne? Wird. Da war uns tot. Machen sie auch nicht. Mal einfach hier das Camp und pushen dann damit Mitte. Einfach Camp clearen. Oh, wave clearen. Ulti ist wieder da. Ich bin gleich wieder da. Drei bis. Einer von denen ist noch am Hard gewesen. Ja, die machen unser Hard. Wollen wir Hard invaden vielleicht, weil der nächste Teamfight entscheidet es eh. Genau, mal Mitte. Komm. Jo. Oh, ich bin. Ich dachte, ich gehe feeden. Ja. Ja, er kommt eh wieder. Oh oh, meine Ulti ist auf Short Cooldown. Die Maiev? Jo. Ich zieh Ulti? Oh mein Gott. Nein. Oh oh, dumm. Sorry. Kann er Jungle? Oh. Warum bin ich denn immer stundenlang vor euch da? Na, sie kriegen vor Damage. Ja, GG. Der Keck war halt. Na, Keck kann ja keinen splitten, wenn wir alle gleichzeitig da sind. Oh ja. Ja, dann jetzt mal ordentlich. Ja. Ja, First Pick nehmen, oder? Oder bitte mehr Pain. Ich überlege gerade, was wäre ein sinnvoller. Ich würde tendenziell mehr. Ich würde halt First Pick nehmen. Haben wir denn was First Pick würdiges? Vorhin der Moradin war ja auch eigentlich eher, weil wir Moradin picken müssen. Ja. Nicht, weil wir Value draus gezogen haben. Aber wenn du es vorschlägst, dann musst du sagen, warum. Naja, ich weiß nicht. Ich finde irgendwie First Pick haben immer besser. Na, ohne Begründung ist nicht gut. Okay. Ich hätte jetzt Map gesagt, weil ich finde nur Towers. Wenn es halt Towers richtig spielen, kriegen wir es halt, wenn wir es halt. Dann nimm Epic und Towers.
Dass ein Kickshen gewonnen hat, ist bitter. Ja. Und dann noch Vegeta's Call holen, wenn es heißt, dass die da Mitte pushen. Oder wir spielen dann direkt für Finishen, aber das ist halt auch risky. Dann fahren die in uns rein, während wir Punisher haben, oder Punisher geht down, die fahren über uns drüber, wie es passiert ist. Und dann können die oder sie enden halt, während wir noch den Punisher holen. Ja, aber ich denke, wir kriegen mit Punisher das Spiel schneller beendet als die ohne. Also wenn wir und dann sagen, wir clearen alle. So, egal, Draf. Wir gucken wegen der Hacker, nehme ich mal an. Ja, Graumeter. Und Träger wahrscheinlich, ne? Irgendwie sowas, ja. Muss ich wieder defensive Frontline spielen? Das war halt Game 1, da musstest du nicht peelen. In Games vorher und den Warmups mit Gauss warst du zu weit vorne. Ja. Game 2 habe ich im Early Game gepeelt und im Late Game Engage gesucht. Das hat bis zum Hard Game Hard Camp geklappt. Und danach hat nicht mehr geklappt. Und das ist dann nicht gut. Ja. Dann muss dann gepeelt werden halt. Ich hätte Hardcamp nicht callen sollen. Das klappt nie, wenn wir sowas dann da callen. Also wenn ich's call sowieso nicht, aber es ist halt einfach zu schnelle Reaktion. Und dann standet ihr auf einen Flag und Mive hat ja dann 4-Mann-Bind und dann stand ich in Vegeta durch Displacement. Das war dann nicht gut. Wir können uns überlegen, Maiv zu bannen, wenn wir sie nicht picken. Ja. War eklig. Also, die war halt Schrott. Also, da nicht. Aber wir sind halt nicht damit klargekommen. Ja. Das hast du aber schon im SL-Game gesagt. Wegen Maiv da gespielt haben. Oder in irgendeinem Scrim. Aber wir first bannen Maiv nicht. Nee. Ja, kaltes Band. Ja. Maiv schon so reinscheppert, will ich kein kaltes Game verlieren. Gut. Was wollen wir? Wir wollen die HK. Best Case. Graumeter besser. Ja. Dann Kiri? Graumeter? Wieso ich Graumeter? Ich denke, Timo soll Graumeter spielen. Der steht bei euch allen drei drin. Ja, und wir hatten. Okay, dann machen wir Ming Graumeter. Oder was? Kiri auf Ming oder wie? Ja, was willst du denn als zweiten DD haben? Das ist ja die Frage. Hab ich doch gerade gesagt, Ming Graumeter. Hab ich auch überlegt, ne? Was sollen wir erstmal rausnehmen? Ich würde Maiv rausnehmen. Ah, schon mal. Weiß nicht, oder habt ihr was anderes? Oder wollt ihr Gaush rausnehmen? Nee.
Ne, Jana dann. Ich hab das Moradin gesagt. Mit der Hacker. Also ich lock der Hacker ein, aber ich bin mir wegen Moradin nicht sicher. Gut. Ich wollte du jetzt den defensiven spielen. Na, dann nehme ich Johanna mit. Ja. Jetzt oder? Ja, weil danach Bands wieder sind. Ja, wir müssen dann Tanks ordentlich hoch. Uff. Passen in dem Fall. Tja, was nehme ich raus? Blaze vielleicht. Ja. Oder wollt ihr Shen bannen? Nö. Keine Ahnung, ich fand, so gut war der gar nicht. Das Keck war halt nur... Naja, also jetzt wissen wir ja, dass er Keck spielt. Positionieren. Er hat mich halt hart gefokust, damit immer rausgefokust. Schade. Beide DDs denied. Ich weiß nicht, ob wir Chromi spielen können. Wir haben für Phoenix zu wenig Slow. Was, wieder Imperius mit, oder? Nummer Rega. Und? Und Lunara ist gut, Lunara ist gut. Okay, Lunara. Die Jagd ist eröffnet. Und Frage ist, was auf Teemo spielen? Teemo Vorschläge? Phoenix passt nicht. Das wäre jetzt blöd. Wir brauchen jetzt was wumst. Liming ist weg. Mediv kann man nicht spielen, dann kriegen wir nichts tot. Läuft das auf Imperius raus? Und sonst auch Gul'dan. Was ist Gul'dan gay? Ich weiß ja nicht. Oder Colossus Smash Variant. Das ist der Imperius. Okay, das ist super schwierig jetzt. Wir müssen was außerhalb deines Pools draften, schnell. Weiß ich nicht. Hanzo, Gul'dan, Zeratul, Kel'Thuzad. Jetzt Cassia oder Gul'dan, hätte ich gesagt. Cassia spielt er nicht, nehmen wir Gul'dan. Dann muss Gul'dan nehmen. Ja. DD draft verkackt. Wir hätten am Anfang die DDs nehmen müssen. Oder einen jedenfalls. Wir werden einen DD nehmen müssen. Ja. Wir hätten Jenner vielleicht nicht picken müssen, oder? Wir hätten die Hacker nicht picken müssen. Ich bin flexibler. Wir können die Karte auch ohne die Hacker spielen. DT, good luck. Das wird jetzt schwierig. Naja. Wir müssen jetzt slower spielen, was traurig ist, das kriege ich gar nicht hin. Ich werde reinspringen und werde mich wundern, warum kein Schaden kommt. Das ist nicht, ja. Das wird schwierig. Ach, shit. Naja, ist eigentlich machbar. Poken die tot. Ich bleib da mit Lane oder Teemo? Ich überlege gerade, wer von beiden kann denn das Camp schnell. Was ich glaub, das dann? Tut sich tatsächlich nicht viel, zumindest bis 7. Wir haben mit Rega fürs Camp noch, eigentlich. Ja, dann wäre es eigentlich besser, wenn ich glaube, es ist besser, wenn Gul'dan runtergeht, oder nicht? Weil tendenziell kann er da besser stacken. Ja. Ja, muss stacken, muss können. Nur ich hab das Mount, ja? Müsst euch alle pingen. Mach doch. Ich hab's Mount auch.
möchte ich hin? War nicht ausgewählt. Ich bin auf dem Weg nach oben. Jo. Die Peris ist noch bei euch. Jo. Wenn ich mich zeige, kann es sein, dass sie rauffahren, ne? Die rotieren auch runter. Imperius kommt jetzt hoch. Drei Leute Bot. Vier Bot. Elf geklickt. Ming kommt hoch in die Mitte. Gesehen. Wollen wir jetzt das Easy ziehen? Oder ich zieh's? Da kommt noch mehr. Ich hab die gedismounted. Schaffst du es alleine? Ich komm jetzt auch. Ja. Nur du hältst es dann trotzdem wieder runter. Lassen. Ja. Ich verpasse die XP, weil er so scheiße im Wave Clean ist. Die machen ihr Camp, oder? Ich hab's nicht gesehen, scheiße. Kann Kiri in den Whisper schicken? Nee, die hatte ich ja gerade schon um ihn zu. Pass auf, Mitte. DC kommt Mitte. Drei Mitte. Da können wir einfach unten das Camp auspushen, ne? Ja. Die kommen wieder runter. Passt auf. Unser Camp reingerannt. Ich hab sie aufgehalten, aber ab die gedemountet. Sind unsere rein? Ja. Ja. Nice one. Deren sind tot. Rainer ist noch Mitte. Drei Leute unten. Die DC kommt mit, da haben wir die Imperius nicht. Passt auf, Bottom, die DC ist noch hier. Stell dir hier Totem hin. Rainer kommt runter. Bin jetzt auch auf dem Weg. Rainer noch nicht unten angekommen. Ich glaube, der ist außerhalb deiner Vision rotiert. Ja, so. Mein Imperius in die Tower gezogen, man kann gerade nicht machen. Voilà. Weiß nicht, ob die mich interrupt. Noch einen krieg ich nicht, oder? Doch, einen krieg ich noch. Buddel hat gefressen. Ich buddel. Jojo. Meng. Einer tappen. Ich glaube, wir müssen das jetzt hängen. Hab ich getappt. Hier. Bin auf dem Weg nach oben. Jo. Pass auf, Imperius war hier. War da unser irgendwo. Camp mit 15. Imperius Mitte. Ich glaube, hier campen ist reingestellt. Nur Ming Bottom. Ne, DC auch. Ja, drei. Und Ming auch. Vier unten. Machen unser Camp wieder, ja? Jo. Die verlieren eine Welt, Mitte. Die kommen Mitte. Ne, die machen ihr Camp. Okay, gehen sie im Camp. Ming Mitte. Ich gehe mit zu soaken. Ich versuche Double Lane zu soaken, weil der klebt eh so langsam. Ich sehe niemanden mehr. Oh, das ist okay. Du musst. Achso, ich dachte, du gehst runter. Wenn ich Double Lane soake. Oh, ich hab einen leichten Leck, okay. Ah, schade. Der ist ins Leere gerutscht. Mhm. Wir haben Taurus aufgerissen. Ah, gut, da steht wieder der Wisp. Sehr gut. Objective. Ich nehme Mitte noch eine Wave.
Greifen in hier schon. Okay. Kriegen Interrupt? Ich buddel nach unten. Ich krieg noch einen Interrupt. Ich hab Zunge hier auf Anna. Komm ich nicht. Keiner da? Ist okay, ist klar. Zunge auf mich. Imperius hier. Oh, ich bin tot. Ich hab's. Nice, schön. Ist okay, wenn ich sterbe. Kriegt ihr den noch? Sehr gut. Ah, scheiße. Haben wir gezogen? Ja, wir haben bekommen, ne? Wir haben bekommen. Sorry, ich war da zwar gesichert dran. Ne, der Fokus war ein bisschen, ich glaube, den Imperius hätten wir kriegen können. Aber ist okay. Ja, denke ich auch. Die kommen mit. Wir haben die kommen mit. Wir haben Tau bekommen. Ist gut, dass wir einen Tau bekommen haben. Ich hol dir mal den Glob hier. Ich rotiere gleich auf unser Camp. Oh, ich habe halt absolut keine Stacks. Wie viel hast du denn? 12. Ich habe vorhin die auch nicht voll bekommen, leider. Ich mache unser Camp. Achtung, die kommen runter. Nee, die sind noch nicht rotiert. Die rotieren wahrscheinlich safe. Nee, sind noch hier. Ja. Vier Mitte. Können wir Ming vielleicht mit 10? Pass auf, die kommen jetzt. Die kommen. Hier runter, kommen. Hier, ich hab's dismounted. Was hast du denn hier, Kiri? 3. ETC hat kein Dash gerade. Geht da was? Oh, nee. Okay. Imperius kommt runter. Bin auf dem Weg. Wir haben gleich. Oh. Imperius? Ich zone 2 hier. Ming ist silenced und hat Nano. Haha. Ich hab sie gestunt. 4. Oh fuck. Bin noch eingestuckt. Interrupted. Zunge hier. Sehr schön. Drauf. Einer ist hier. Kein Kopf. Ich zone die Anna hier. Zunge. Gut, Totem. Ciao, Trash. Tappen, während wir das Camp machen. Oder ich zone fürs Camp, ihr macht das. Dann Kiri wieder Mitte. Und Dehaka Top wieder. Und erst reinpushen und sich. Ah ja, stimmt, reinpushen. Ja, dann bleibt Kiri noch hier. Ich zieh euch den doch so aus. Ich werde dich auch glänzen können, dass du das durch Safe durchbekommst, Kiri. Na, alles gut. Na, ist schön. Ich geh wieder Mitte. Jo. Ich geh kurz Brunnen holen. Jo. Wolf rennen. Lass die kommen. Wir müssen sie noch stehen. Hol Mitte. Pass auf Mitte. Hochkommen. Soll ich unser Camp ziehen? Kannst du das die Boss machen? Jo. Also unser Camp, nicht Boss. Also das hier. Genau. Die sind am Boss, ja, als völlig Wumpe. Lassen wir gehen, wir nehmen unser Camp und schicken dich durch. Lol, viel Spaß in den Tauern, Imperius. Pass auf Mitte denn. Ich hab mit deinen Tower bekommen. Lassen wir unten laufen. Hier Mitte. Gucken, dass wir den Tower kriegen. Pass auf, die kommen eventuell runter. ETC ist gedemounted. Nur unseren, wir wollen die Kontrolle über die Karte genau behalten. Unten läuft ein Camp, sehr gut. Ich tap. Jo. Danach sofort runter rotieren. Können jetzt schon, oder? Jo.
Und versuchen noch reinzudrücken. So, schade, ich dachte, das noch weg mitnehmen. Imperius ist unten. Komm gleich hin. Ming auch. Ich buddel gleich. Die sind zu 5 schon. Oh, Imperius, kannst du einen Holy Fire setzen? Ich schlafe. Schade. Wir haben aber die Ulti bekommen von Rainer und von Imperius. Ja, und das Camp ist tot, aber ist nicht schlimm. Glenz habe ich gezogen. Ich gehe wieder weg. Oder wie machen wir das? Ja, geh wieder soaken. Ist es in Ordnung? Nee. Wir könnten deren Camp machen. Go, go. Ja, dann helfe ich da kurz. Ich bin so. Steht jetzt hier, ist hier. Ulti auf die Backline. Oh, scheiße. Sorry. Der Jimmy. Ming ist Silas. Der Ming ist raus auf diesen Fight. Scheiße, sorry. Oh nein, nice. Oh, ich fahr zu langsam. Hast du noch Pull oder so? Ich kann pullen, mehr kann ich aber nicht machen. Jetzt ist er nach links gelaufen, der greedy Bastard. Ist egal, wir haben Kontrolle. Sorry, ich hab die meine Ulti geschmissen. Zunge. Hast du 4? Oh, schade. Hab ich schon benutzt, den Jimmy. Oh, da dürfen wir nicht beide gleichzeitig zurück. Zosch, geh mal ein bisschen raus. Geh du nach oben. Wir, ja. Ich zone für Zosch und Zosch tappt. So, okay. Ich zieh auch. Ich werde meine Ulti dann auch ziehen. Ich geh so weit nach rechts wie möglich. Ja. Hier unten. Bin durch. Einfach durchtappen, perfekt. Bin durch. Und raus. Wollen wir noch engagen? Ja, ich hab meine Ulti dafür. Wahrscheinlich wieder haben. Ich hab Holy Fire in 10. Ich hol 16 top. Jo. Nimm 16. Unser Camp ist wieder ab. Ich glaube. Wir machen. Ich kann das auch holen. Nein, okay. Ja. Nicht lass das so safe die Hacker machen, denn. Und Stop Hit gut. Ordner gefangen. Hier ist gleich ein Totem. Wir haben 16, die können nichts machen. Am besten 10 Sekunden Ulti für die Ming. Pass auf, die sind alle Miss. Ich stehe mich mal auf die Flanke hier. Oh, ah, da sind sie wieder, okay. Gut. Die frisst richtig gut. Hast du geglaubt, ne? Imperius top. Ja. Können wir Camp durchbringen? Wenn sie zu nah kommen, mache ich Ulti und dann Horrify, okay? Oder Leak, okay. Nachdem. Alles durchfallen. Die haben gleich 16. Ich hab gehofft, er versucht mich zu sliden. Ulti? Ming? Oder ETC? Ach, auch schon. Sehr gut. Ich hab den Blink durchgekriegt. Ist okay, es ist schön, wir haben einen Kill bekommen. Wichtig. Können wir deren Camp noch ziehen? Wir können einfach auch beide Dings. Ja, wir können dafür beenden. Achso, stimmt, ja. Du sonst? Ich hab unten. Ich hab unten. Ich hab ein Stubble-Bild, ich kann durchtippen. LOL! Das geht nicht! Sorry. Kannst du noch was setzen? Komm mal. Los. Danke. My life, ey. Run! Speedy Gonzales! Nein, warum? Farbst du durch? Hey, jetzt game it. Oh. Was ist das? Ich hab safe mit dem Interrupt gerechnet, ey. What the fuck, Shiny, ey. Und wo du standest, Junge? Die sind links oben, du tapst rechts oben. What the fuck, was kann ich denn dafür, dass die Monkeys... Alter. Sorry, ja. ich wusste nicht, dass man ein Stumble auch abbricht. Ich hab gedacht, wenn ich ein Stumble bin, kann ich durchtappen. Ey, es wäre ein bisschen broken. Ja, aber ich bin... Aber ein Stumble reicht doch auch aus, oder? Ja, aber nicht die ganze Tab-Dauer. Ach, scheiße. Ah. Okay, sorry. Ich hab gedacht, das reicht. What the fuck, ey. Oh Gott, was für ein Kack jetzt hat im Wort. Der war richtig. Das war so ein richtiges... Pro-Moment. Ja, ey. What the fuck, ey. Also hätten wir den verloren, dann wär's hart. Ultra die Kopfschmerzen, ey.
im letzten Moment halt einen Schlaganfall bekommen. Habt ihr gewonnen? Aber das Shiny, das war durchgetappt. Ey, Shiny jetzt mal seriously. Vom Lerneffekt her ist das schlecht für dich. Weil ja, es war auch schlecht, aber ich dachte. Ihr seid Verantworter, ihr Destructed.de. Alter. Aber dass du mich abgebrochen hast, Alter. Oh. Ja, Locke, wir haben gewonnen. Glückwunsch. Ja. Hat irgendwer zugeschaut, Kiri? Ich hab zugeschaut. Danke fürs Zuschauen, ich mach jetzt aus. Danke, Locke. Danke, Locke.